Am 2. April ist der Internationale Tag des Kinder- und Jugendbuchs. Und das ist ein Tag, wie ich finde, der uns mal wieder Anlass gibt, in Büchern zu stöbern, von denen wir vielleicht auch erstmal denken, dass sie eigentlich nicht für uns geschrieben sind. Erwachsene neigen ja dazu, ernste Texte zu lesen, aber Kinder- und Jugendbücher haben schon ihren eigenen Charme. Und besonders viel Charme haben sie natürlich, wenn man als Oma, als Opa, als Tante, als Onkel oder als Freundin aus diesen Büchern Kindern vorliest und ihnen damit die Möglichkeit gibt, in eine völlig neue Fantasiewelt einzutauchen und sich Gedanken zu machen über Dinge, über die man vielleicht noch nie nachgedacht hat. Ich finde das wenigstens wunderbar und ich möchte Sie gerne ermuntern, das so zu machen, sich ein Kind zu suchen und zu sagen, komm, ich lese dir mal vor. Und damit Sie vielleicht so ein bisschen Spaß oder eine neue Idee kriegen, wollte ich Ihnen gerne nochmal die Urstelle aus Pippi Langstrumpf vorlesen. Und ich würde Sie gerne teilhaben lassen an dieser besonders schönen Stelle, wo sich Pippi Langstrumpf, Annika und Tommy das erste Mal treffen. An dem schönen Sommerabend, als Pippi zum ersten Mal über die Schwelle der Villa Kunterbunt schritt, waren Tommy und Annika nicht zu Hause. Sie waren für eine Woche zu Besuch bei ihrer Großmutter. Sie hatten daher keine Ahnung, dass jemand in die Nachbarvilla eingezogen war. Und als sie am ersten Tag nach ihrer Rückkehr am Gartentor standen und auf die Straße schauten, wussten sie immer noch nicht, dass ganz in ihrer Nähe ein Spielkamerad war. Als sie gerade überlegten, was sie anfangen sollten und ob vielleicht heute etwas Interessantes passieren würde oder ob es so ein langweiliger Tag werden würde, wo einem nichts einfiel, gerade da wurde die Gartentür der Villa Kunterbunt geöffnet und ein kleines Mädchen kam heraus. Das war das merkwürdigste Mädchen, das Tommy und Annika je gesehen hatten. Und es war Pippi Langstrumpf, die sich zu ihrem Morgenspaziergang herauskam. Sie sah so aus. Ihr Haar hatte dieselbe Farbe wie eine Möhre und war in zwei feste Zöpfe geflochten, die gerade vom Kopf herabstanden. Ihre Nase hatte dieselbe Form wie eine ganz kleine Kartoffel und war völlig von Sommersprossen übersät. Unter der Nase saß ein wirklich riesig breiter Mund mit gesunden weißen Zähnen. Ihr Kleid war auch ziemlich merkwürdig. Pippi hatte es selbst genäht. Es war wunderschön gelb. Aber weil der Stoff nicht gereicht hatte, war es zu kurz. Und so guckte eine blaue Hose mit weißen Punkten darunter hervor. An ihren langen, dünnen Beinen hatte sie ein paar lange Strümpfe, einen geringelten und einen schwarzen. Und dann trug sie ein paar schwarze Schuhe, die genau doppelt so groß waren wie ihre Füße. Die Schuhe hatte ihr Papa in Südamerika gekauft, damit sie etwas hätte, in das sie hineinwachsen könnte. Und Pippi wollte niemals andere haben. Tommy und Annika rissen erst recht die Augen auf, als sie den Affen sahen, der auf der Schulter des fremden Mädchens saß. Es war eine kleine Meerkatze mit blauen Hosen, gelber Jacke und einem weißen Strohhut. Pippi ging die Straße entlang. Sie ging mit einem Bein auf dem Bürgersteig und mit dem anderen im Rinnstein. Tommy und Annika schauten ihr nach, solange sie sie sehen konnten. Nach einer Weile kam sie zurück, aber jetzt ging sie rückwärts. Das tat sie, damit sie sich nicht umzudrehen brauchte, wenn sie nach Hause ging. Als sie an Tommys und Annikas Gartentür angekommen war, blieb sie stehen. Die Kinder sahen sich schweigend an. Schließlich fragte Tommy, warum bist du rückwärts gegangen? Warum ich rückwärts gegangen bin, sagte Pippi. Leben wir etwa nicht in einem freien Land? Darf man nicht gehen, wie man möchte?